der Gästeblock brennt schon. Hoch rein. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, wir haben den 12. Spieltag, der wird heute eingeläutet mit dem Freitagsspiel Werder Bremen gegen Hertha BSC Berlin, meine Freunde. Ein sehr, sehr nice Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall. Lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo, um keinen Stadionvlog mehr zu verpassen, Leute, denn checkt gerne den Stadionvlog von gestern ab und auch gerne den Stadionvlog, der morgen kommen wird, Leute. Sehr, sehr nice. Deswegen lasst jetzt einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir kommen gleich zum Faktencheck. Ich bin gerade auch schon auf dem Weg zum Weserstadion und ihr seht, hier ist sehr, sehr viel Verkehr. Deswegen gehen wir die letzten Meter auf jeden Fall zu Fuß. Und zwar kommen wir jetzt zum Faktencheck und fangen wir an bei Hertha BSC. Die haben jetzt einen neuen Trainer, Sandro Schwarz, auf jeden Fall gar nicht so schlecht gespielt. Ich muss sagen, das letzte Spiel haben sie ja auch gewonnen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sie sich gegen Bremen schlagen werden. Das wird auf jeden Fall kein Alleinläufer. Anders sieht es aus bei Werder. Sie haben wirklich sehr, sehr gut gespielt in den letzten Wochen. Aber dann kam die englische Woche und da haben sie 3 Klatschen in Folge bekommen. Also sehr, sehr unglücklich. Und ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass Bremen auf jeden Fall sehr, sehr stark kommen kann über die Sturmspitze, die sie kommen. Also wenn sie aktiv pressen werden, das ist auf jeden Fall die Schwachstelle bei Hertha. Über Flanken werden sie, glaube ich, nicht so viele Chancen haben, da Hertha eine extrem sehr, sehr starke Abwehr hat. Und auf jeden Fall muss Werder auf jeden Fall dieses Spiel versuchen zu gewinnen. Ist halt auf jeden Fall sehr, sehr torreich, weil es warten in Zukunft noch so schwere Gegner. Da wartet Leipzig, Schalke, Bayern. Also das sind auf jeden Fall Spiele, wo sie auf jeden Fall einige Punkte liegen lassen werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sie heute gegen Hertha gewinnen werden. Aber auch für die Herthaner wird es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Denn auch wenn sie gewinnen sollten, können sie nicht an Bremen-Tabelle vorbeiziehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Dort kann man schon das Flutlicht vom Weserstadion sehen. Es wird richtig geil, dieses Spiel. Ich muss sagen, es ist Top-Bedingungen. Es ist super Wetter. Wir haben 20 Grad. Und einfach Freitagabendspiel. Ich glaube, dass beide Mannschaften richtig Bock haben und die Fans noch heiß. Das Spiel ist ausverkauft. So, Freunde, ich bin jetzt am Stadion. Wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Kostenlos Abo. Schreibt mir gerne unten Kommentare, welchen Stadionblock ihr als nächstes haben wollt. Ich würde sagen, let's go, wir gehen da jetzt rein. So, angekommen im Stadion drin, sehr, sehr nice. Wir sitzen übrigens in der ersten Reihe ganz, ganz vorne. Auf jeden Fall Bombensicht haben wir hier. Auf jeden Fall erste Sicht, sehr, sehr nice, Leute. Ich freue mich, ich habe so Bock. Freunde, gebt euch diese Aussicht hier in der allerersten Reihe. Da kommt schon die Mannschaft von Werder. Ey, das wird so ein nice Spiel. Noch so 25 Minuten Zeit bis zum Anpfiff. Ich würde sagen, wir können erstmal was zu trinken und eine Bratwurst. Mal hier den Stadion erst mal testen. So Leute, ich habe jetzt gerade die Bratwurst probiert. Ich sage euch ehrlich, die ist nicht so gut. Mit Trinken kosten es 10,50 Euro. Eine 5 von 10. Die Hertha-Spieler gehen jetzt rein und ziehen sich jetzt um und dann geht es hier gleich los. Das ist die Aufstellung von Hertha. So werden die heute spielen. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Also die Sicht, Leute, sehr, sehr nice. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenlos Abo jetzt unbedingt. So, Freunde, das Spiel geht los. Da oben der Gästeblock brennt schon. Eure Meinung gerne zu Pyro in die Kommentare. Jetzt Freistoß kurz ausgeführt. Also schaut mal, wie krass das aussieht da oben. Oh mein Gott. So, jetzt erste Chance, Hertha. Zweite Minute. Oh. Oh. Jetzt Chance auf Bremen und oh! So, jetzt nach der Chance die erste Ecke für Bremen. Sehr, sehr gute Chance auf beiden Seiten bis jetzt. 15 Minuten erst und oh! So, jetzt erste Ecke, Hertha. 8 Minuten gespielt, sehr, sehr gute Sicht haben wir hier. Komm, jetzt was Schönes. Oh, richtig, wenn es jetzt schnell geht, schade. Freistoß Hertha, ungefähr 35 Meter Chorentfernung. Ja, sehr gut rausgeköpft. Chance für Bremen jetzt. 1:0 zu machen. Sie klavieren Elfmeter. Sie machen sehr gut früh pressen, das ist die Probleme, die Hertha kriegen wird. Erste gelbe Karte für Hertha im Spiel. Jetzt die 5. Ecke im Spiel insgesamt. Oh. Zweiter Ball. Nächste Ecke. Jetzt Chance für Hertha über rechts. Und Schell geht. Nein! Junge, wie viele Chancen brauchen die eigentlich noch? Das kann doch nicht sein, sie nutzen sie einfach nicht. Also Hertha kommt oft über die rechte Seite, muss man sagen. Aber Bremen hat sehr gut verteidigt. So, jetzt die Ecke. Hoch rein. Und, sehr stark gefäustet, aber Hertha direkt wieder Ballbesitz. Jetzt Werder Chance. Schade, dreht sich rein und zwei nach außen, aber zweite Chance und, da hat der Falsche zum Kopfball angesetzt. Wirklich sehr, sehr starke Chance gerade. Hertha wird gleich wechseln, aber erstmal die Ecke hoch rein. Schade. 10 Minuten übrigens noch sehr schön direkt genommen. Schade, aber war gut gedacht. Oh, sehr gute Freistoßposition. Ist das Elfmeter oder Freistoß? Gelbe Karte erstmal. Ah, ich glaube, es ist Freistoß. Auf jeden Fall müssen jetzt erstmal die Ärzte da geholt werden.
So Leute, wir haben jetzt 44 Minuten Freistoß Bremen gleich. Das Ding ist so, Hertha hatte so jetzt nicht wirklich viele Chancen. Letzte Viertelstunde glaube ich gar keine. Bremen hat ein paar, aber sie, leider nutzen sie nicht. Und, aber jetzt in den Freistoß bin ich mal gespannt. So, jetzt Freistoß Werder. 2 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Sehr gute Torposition. Stadion steht, Hertha-Fans pfeifen noch rot. Oh! Freistoß in die Mauer. So, jetzt haben wir die Halbzeit. Beide Mannschaften gehen jetzt rein, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Auf beiden Seiten war da wirklich jetzt nicht viel. Also Bremen hat die Chance nicht genutzt, Hertha hatte jetzt nicht so viele. Heute Fazit der Halbzeit. Also Bremen hatte einen wirklichen Torschuss, der aufs Tor ging. Hertha, glaube ich, 3 Schüsse insgesamt im ganzen Spiel. 60% der Bremen Ballbesitz, aber das Tor, richtige Chancen fehlen. Aber ja, Leute, deswegen, ich hoffe, dass wir in der zweiten Halbzeit noch was Besseres erleben. Aber bis jetzt finden wir die Tore und richtige Chancen. Es kann ja nur besser werden auf jeden Fall. So, zweite Halbzeit angefangen. Jetzt hoffen wir auch mehr Torchancen auf ein gutes Spiel. Jetzt schnell geht, komm, Werder. Gönn dir mal ein. Oh. Ey, das ist, diese ganzen Fehlpässe. Schwer, Paul. Ballverlust, Herde. Komm jetzt, dann dreht sich jetzt schnell noch über rechts. Nein! Kannst du nicht ausmalen. Und wieder über rechts. Fast gleiche Situation. Komm. Keine Anschlussstation. Es ist wieder der Ball weg. Da ist Frust hier drin, man merkt es. Das Stadion kocht. Hoch rein. Der Wechsel gleich. Die alte Schule wird jetzt eingewechselt hier. Eckenverhältnis 4:5 für Hertha. Oh, Nachschuss. Bei den Herthanern, da hält ein Wetter Silvestervorrat vom letzten Jahr noch aufgebrannt. Und jetzt gibt es erstmal eine gelbe Karte hier. Feierabend. Chance Hertha. Sehr gefährlich. Oh. Also wir haben jetzt in der zweiten Halbzeit schon mehr Torschüsse aufs Tor abgeliefert als in der ersten. Sehr guter Ballverlust. Das gibt die nächste gelbe Karte. Jetzt gute Chance, Werder. So Leute, jetzt der Freistoß. Komm, Pfeifahren. Ich glaube, da brauchen wir nichts drüber sagen. Jetzt. Komm. Riesenchance. Wieder geblockt. Das ist so schlecht, ey. Und jetzt Foul. So, Werder wechselt jetzt zweimal. Foul. Hat er gut gemacht, ey. Letzte Chance. Wir Bremen vielleicht jetzt. Der konnte nicht draus machen. 2 gegen 1, Freistoß rausgeholt, sehr gut. So, jetzt der anschließende Freistoß. Hoch rein. Sie geht durch. Nein. Oh, Foul. Man muss sagen, die Hertha bekommen über rechts immer echt Probleme. 2 gegen 1, wir haben es nicht geschafft, ihn zu stoppen. Konnten Sie mit Foul helfen? Sehr stark, komm hoch rein da. Gefährlich. Oh. Oh, gefährliche Chance. Das war so die gefährlichste Chance für Hertha, die sie überhaupt im ganzen Spiel hatten. 80. Minute jetzt. Sehr gut gesehen. Oh, ey. Da ist der Ball wieder. Stark. Und nein! Digga, es war die größte Chance für Werder, ey. Da war gerade ausgewechselt, der Dreh. Jetzt Freistoß Werder. Komm, 5 Minuten ungefähr noch. Hoch rein. Und ja! Let's go! Oh mein Gott, was für ein Ding! Leute, 87. Spielminute, geisteskrank. 1:0 für Werder, sehr nice. Haben sich verdient. Unfassbar schön. So Leute, 90. Minute ist angebrochen. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt aber, komm Jungs. Schade, jetzt muss er auch nicht ausgekontert werden. Ah, super. Oh. Oh. Super, weiter! Sehr gut. Oh. Oh. Digga, der ging komplett durch. Schade auf jeden Fall. Vorball und Feierabend. Das Spiel ist vorbei. Das muss jetzt ganz bitter sein für die Einzel verloren. So Freunde, das Spiel ist vorbei. Ihr habt gesehen, Bremen hat 1:0 gewonnen. Ich muss sagen, es war jetzt kein gutes Spiel, aber zum Glück gab es noch ein Tor auf jeden Fall. Und Hertha, ich würde sagen, das 1:0 geht auf jeden Fall in Ordnung. Könnt ihr gerne mal unten Kommentare schreiben, was man ihr meint. So war nicht verdient so. Allgemein war es jetzt nicht so ein gutes Fußballspiel. Aber was soll's, das Spiel muss es auch mal geben, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Stadionblog. Wenn euch gefallen, lasst fett noch mal oben da. Schreibt mir gerne unten Kommentare, welches Spiel als nächstes sehen wollt. Vergesst auf jeden Fall nicht. Glückwunsch auf jeden Fall an Bremen und ja, ich würde sagen,
Das war's, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Gönnt euch den Merch. Dankeschön, Leute. Ciao, Kurs und tschüss.